Hi Leute, willkommen zu einem neuen World of Warcraft The Warmasin Video auf meinem Kanal. Wir sind in den schallenden Tiefen im ersten Kapitel der Hauptkampagne und ja, sind von Prince hier eben in die schallenden Tiefen verführt worden und sind jetzt dabei, hier die diversen Kleinigkeiten für die Kobolde zu machen. Und da geht's jetzt auch mal weiter. Also, kein Stein wird zurückgelassen. Gespräch beendet. Viele Irdene fielen, als die Kobolde diese Mine übernahmen. Und was noch schlimmer war, die Gefallenen wurden dort, wo sie lagen, dem Verfall überlassen. Es wurde kein Versuch unternommen, sie zu bergen. Wir konnten ihnen kein würdiges Ende bieten oder ihre Erinnerungen ehren. Warum? Warum haben wir die Gefallenen im Stich gelassen? Wir werden sie nicht noch einmal enttäuschen, Partner. Sammelt die Identifikationsplaketten von denen, die wir verloren haben, damit wir ihre würdevoll gedenken können. Okay, wie viel müssen wir da sammeln? Wir müssen 4 Plaketten sammeln, okay. Und dann die Kobold-Konzentration. Mögen eure Zahnräder ihre Geltung bewahren. Der erste Schritt, um unsere Verluste zu begrenzen und die Minen zurückzuerobern, ist klar. Wenn auch unangenehm. Ohne seine Handlanger wird der Kerzenkönig eine geringe Bedrohung für Gundagas darstellen. Versucht den Schwarm zu dezimieren, Packner, bevor die Feindseligkeiten weiter eskalieren. Oh, wie viel soll man töten? Zurück an die Arbeit. 24, alles klar. Und dann hat die Krabblerin auch noch was? Zu groß. Kobolde. Was? Kobolde Kerzen ernst nehmen. Wachs noch mehr. Wichtiger als Gold. Wichtiger als Freiheit. Wir Kerzen stehlen von Kerzenkönigin. Durch uns eher schwach erscheinen. Tyrann, der schwach erscheinen, Kontrolle verlieren, wird tot. Auch wichtig, wir nicht in Dunkelheit warten müssen für gefressen werden. Beeilung. Okay, hört sich gut an. Typischer Kobold halt. Flammerkerzen überall bei den verlorenen Minen. Alles klar. Dafür gibt's Stiefel. Die Stiefel sind gut. Alles klar. Nehmen wir dann mit. Theorieüberprüfung. Wenn wir den Kerzenkönig entthronen, enden die Angriffe auf Gundagas womöglich. Womöglich, also gut. Schau mal. Schauen wir mal, ob wir die auch ausplündern können, bevor wir sie killen. Ja, super. Was haben wir da? Ah, Flackerflammkerzen. 12 Stück, jawohl. Sind da andere hier? Nee. Okay. Also Kerzen müssen wir. Was ist denn hier? Oh! Du bist ja gemein. Oh, okay, das war's nur nicht. Ich verstehe. Ja, lass mich weg. Okay, was sollte hier wegen Obacht gehen? Alles klar. Also Achtung. Flackerflammkerzen zermalmer. Der zermalmt nicht bloß Flackerkerzen. Puh. Und der patrouilliert hier hin und her. Willst du da mit drauf gehen? Schaut nicht so aus, okay. Schauen wir mal, ob die was dabei haben. Haben sie. Zwar bloß Währung, aber okay. Eigentlich liebe ich das Schurkenleben. Überall so verstohlen durchgehen. Wenn angegriffen wirst, einfach mal verschwinden. Was haben wir da gekriegt? Beschädigte Erinnerungen. Irgendetwas ist an diesem besonderen Edelstein wichtig. Es könnte sich lohnen, ihn zur Sprecherin Prinz zu bringen.
Ja, bringt den Edelstein zur Prinz. Alles klar, mach mal. Was ist denn das für Edelstein? Verblasster Erinnerungsedelstein, alles klar. Na komm, einmal wenn ich. Jawohl. Hallo? Unglaublich. Was waren das? Das waren hier die... Okay, die Plaketten. Alles klar. Dann gehen wir halt mal auf gezielte Suche. Da ist eine Kerze. Und irgendwo oben muss so ein anderes Ding sein. Da ist auch irgendwas. Loser Kristallsplitter. Muss ich die auch suchen? So, was haben wir jetzt da? Da haben wir Identifikationsplakette. Jawohl, das ist die zweite. Um Haustiere kümmern wir uns auch irgendwann mal. Möchte ich jetzt also auch alle mal sammeln in dem Addon. Was haben wir hier? Kräuterkunde bräuchte ich da. Okay, habe ich nicht. Kommt schon wieder an und weg. So, was bringt uns der hier? Loser Kristallsplitter. Da ist eine Höhle dahinter, oder? Nein. Der bringt uns genau was? Weiß ich jetzt noch nicht. Werden wir sehen. Das ist mal augenscheinlich bloß, dass wir mitgenommen haben. Da ist jetzt noch mal so ein Splitter und noch eine Kerze. Nein, kein Splitter, so eine Plakette, genau. Da haben wir jetzt 3 von 4 und die nächste ist irgendwo da hinten. Oh, da gibt es einen Dungeon noch. Dunkelflammenspalt, alles klar. Schaut geschlossen aus. Ist das ein Schlachtzug oder was? Nee. Schaut jetzt augenscheinlich erstmal noch nicht so aus. Aber vielleicht ist es natürlich eine. So, einmal Kerze. Da muss aber irgendwo noch eine Plakette sein. Da. Dann können wir die mal bestehlen. Das machen wir ja ganz gerne. Einfaches Gold. Das ist jetzt da gewachsen? Nee, das war glaube ich schon vorher da, oder? Okay, also die Plaketten haben wir. Oh! Ich hab nicht mehr wachgehen.
überhaupt nicht Obacht gegeben und stehe mitten in zwei Gegnern drin. Ganz toll. Okay, die Flackerflammenkerzen haben wir auch. Jetzt müssen wir noch Kobolde töten weiter. Oh, da ist wohl eine Brücke eingestürzt. Okay. Na komm. Einzelne oder soll ich die? Ne, nicht die, komm. So viel los. Ich will einzelne am besten. Keine drei oder vier auf einmal. Ist ein großer. Das ist zu weit entfernt. Oh. Gibt nicht einmal irgendeinen kleinen Loot. Ja, mei. Alles abgeben? Okay, können wir machen. Irgendwo ist hier. Nein, ich will nicht. Was gibt's denn hier eigentlich? Schnellabbau Bismut. Na komm, den holen wir uns jetzt mal. So, dafür unterbrechen wir mal ganz kurz hier. Keinen Plan, wo der ist. Ne, okay, lassen wir's. Richard. Okay, alles klar. Bin ich kein Kampf verwickelt. Vergiss es. So, oh, tschüss. Da unten ist einer in den Kampf verwickelt. Ah, ich will dem schnell helfen. Wenn das jetzt genau gar nichts gebracht hat. Na, danke dir, helfe ich nochmal. So, also alles abgeben. Wo muss man abgeben? Na, da unten. Praktisch da, wo ich gerade war. So, war da oben? Fliegen wir mal schnell hin, ne? Ah, da sind wir dran. Und so Hygiene auf Qualität von Ohrwachs wirken. Nimm erstmal die Grapplerin. Eine wirklich ausführliche Kerze genommen? Liste. Natürlich. Ich hätte nie gedacht, 2 Stück.
für was die Wachsabsonderungen Krabbler entspannt sich sichtbar in der Gegenwart der Kerzen. Sind. Hallo? Ich hätte vielleicht zuhören sollen. Okay. Ah, gut. Und jetzt mich herausholen. Ja, genau. Erinnert euch, ich hilfreich. Mache ich genau wie? Keine Ahnung. Okay. Jetzt legen wir mal schnell unsere Stiefel an. Die waren besser, haben wir gesagt. Und dann geht's zur Prinz. Konversation eingeleitet. Kein Stein wird zurückgelassen. Kommt wieder, falls ihr weitere Fragen habt. Habt ihr sie gefunden? Natürlich. Hab Dank, Packner. Den Gefallenen wird gedacht werden. Die Erdenen über uns haben ihre eigenen Gedenkrituale und die Maschinenflüsterer haben Verfahren eingerichtet. Auf dem Stadtplatz gibt es einen Sockel mit den Plaketten der Gefallenen. Jurlax wird sicherstellen, dass die richtigen Bräuche durchgeführt werden. Zusammen mit Ablaufüberprüfungen und einer Neukalkulierung der Arbeitsverteilung. Die Arbeit hört hier nie auf. Mögen eure Zahnräder ihre Geltung bewahren. Koboldkonzentration? Grausige Arbeit, aber notwendig. Das waren also die Kobolde. Ich werde dafür sorgen, dass euer Name in den Archiven erscheint. Ja. Jetzt haben wir eine normale Quest. Die lassen wir mal links liegen. Und noch eine Kampagnenquest. Da geht's weiter. Zerstörte Ingenieurskunst. Mögen die Tiefen weiter erschallen. Einige der Kobolde bauen die Ausrüstung um, die zurückgelassen wurde, als die Minen fielen. Bitte zerstört die Ausrüstung, bevor sie gegen uns eingesetzt werden kann. Ich möchte sie lieber zerstört sehen, als in den Händen unserer Feinde. Es gab ein Lager am westlichen Rand auf der niedrigsten Ebene der Mine. Fangt dort an zu suchen. Okay. Zurück an die Arbeit. Wie viel soll man da zerstören? 8 Stück. Und die Grablerin hat auch noch was für mich. Aufgabe wird fortgesetzt. Zahnradkauer ist Mann fürs Grobe für Kerzenkönigin. Richtig fies. Baut ihre irdene Zahnräder für Kriege wieder auf und ist zuständig für Verteidigung der Mine. Wir seine Schlüssel brauchen für in Mine kommen und für mich herausholen. Zahnradkauer töten in den verlorenen Minen und den Schlüsselbergen, alles klar. Bringt ihr neben Schlüssel von Zahnradkauer. Das heißt, alles irgendwie dahinter. Und los. Zerstört damit die gestohlene Ausrüstung, los bevor geht's. Sie Gundagas schadet. Auf diese Vögel hier Obacht gehen. So, was machen wir jetzt hier? Wir sollen hier Minenausrüstung zerstören. Minenausrüstung haben die aber nicht an, oder? Muss ich wahrscheinlich eher neigen. Ja, ist ja gut. Okay, vielleicht muss ich auch doch mit denen fighten. Also es war jetzt mal keine Minenausrüstung. Wenn da drauf geht, dann habe ich alle im Hals, oder? Immer mal wieder weg. Nicht wirklich. Ist es über uns oder ist es unter uns? Ah, das könnte unter uns sein. Schauen wir mal runter. Da ist noch eine Mine. Aber da komme ich nicht nahe, oder? Nee. Da ist sie. Das schaut doch besser aus. Also was so genau auf dem Weg liegt, das nehme ich auf jeden Fall mit.
Ja, Leute. Wollen die hier meine Beweglichkeit ein wenig testen, oder was? Verschrotte? Oh, keine Ahnung. Okay, machen wir mal die Minion-Ausrüstung kaputt. Das ist ein Funkenlichtverschrotter, das ist ein Funkenlichtverschrotter und das auch. Also kein spezieller, der hier irgendwie immer... Ah, die Bomberin könnte es gewesen sein. Die hier immer die Dinger geworfen hat, die... Ihr wisst schon. Die Dynamitstangen. Da muss ich ganz schön wach gehen hier. Alle? Unwilliges Ziel, okay. Hallo? Was ist das vielleicht? Kaputt geht? Ist das doof? Der ist Minenausrüster. Okay. Wow. Das heißt, wenn ich den zerstöre, habe ich auch wieder eine weniger. Okay. Aber die haben ganz schön Eier, oder? Dann gehen wir mal weiter. Okay. Wenn ich schnell bin, geht's. Dann kümmern wir uns doch bloß um die, oder? So, das war die Ausrüstung Nummer 6. Ich suche mir jetzt mal kleinere Ziele. Aber euch kann ich ausplündern. Da ist er. Der Zahnradkauer. So einfacher wie deine kleinen Kollegen. Okay, Schlüssel haben wir. Jetzt brauchen wir noch zwei Minenausrüstungsteile. Da können wir also getrost den da nehmen.
haben wir noch einen. Nummer 1. Cool. Okay, dann haben wir das auch. Das ist zu weit entfernt. Das wäre jetzt doch fast in die Hose gegangen. Und der hat ihn jetzt gekillt, oder was? Naja, machen wir so. Holen wir es uns, genau. Alles klar. Dann können wir schon wieder abgeben fliegen. Kann nur draußen mit uns werden. Bin ich drin? Ach, ich bin in der Höhle. Stimmt. Ich komplett verdrängt. Wo geht's da raus? Ich kam von da, oder? Ja. Von da. Jawohl. Und jetzt können wir irgendwo hinfliegen nach Süden. Jetzt wieder auf den Vorsprung, ja. Haben Schlüssel? Natürlich haben Schlüssel. So, Krabblerin, erstmal du. Meine Kerze, nicht brennen. So, benötigt Tarnrad. Kauers Schlüssel. Ihr kommt zurück, oder? Danke, Packner. Hätte nicht gedacht, nochmal frei zu sein. Tja, du hast mir eine Aufgabe gegeben, die habe ich erledigt. Bleibt weg von Dunkel. So, und ihr dann... meine Aufmerksamkeit. Zerstörte Ingenieurskunst. Vielen Dank. Unsere Gegner haben jetzt einen Vorteil weniger. Gespräch beendet. Alles klar. Sind wir wieder an dem Punkt, wo wir eigentlich gestartet haben? Da waren wir vorhin auch gestanden. Ich würde sagen, für die Folge war es das jetzt schon wieder. Das war also der zweite Teil des ersten Kapitels der Kampagne in den schallenden Tiefen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr Bescheid, wenn ich den nächsten Teil hochlade. Bis dahin, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis bald. Ciao, ciao.